Cody! Guten Morgen, es ist 8:30 und wir starten heute unsere Wanderung auf den Berg Rossutek. Also ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Rossutek oder Rotzutek, ich weiß es nicht genau. Wir fangen klein an mit 1600 Metern, weil wir sind ja überhaupt keine erfahrenen Bergsteiger. Es wird aber noch nach ja. der Reise. Hier ist schon einiges los um die Zeit, also wir hoffen, dass es auf dem Berg sich so ein bisschen verläuft. Ach ja, und bevor es auf den Berg geht, geht es durch ein schönes Tal mit ganz vielen Bächen und Wasserfällen und Leitern und keine Ahnung. Also auch das wird spektakulär. Bis später. Das ist so, so schön hier. Das ist so, oh Gott, toll. Ey. Man läuft einfach eine Treppe über so einen kleinen Wasserfall drunter eben. Das ist geil, Hammer. So, wir haben jetzt den Weg gewechselt. Wir waren jetzt die ganze Zeit auf dem blauen Weg, also immer am Wasser entlang. Jetzt sind wir auf dem grünen Weg durch den Wald. Also hier ist zwar auch ein kleiner Bach, aber hier dominiert dann doch eher der Wald. Das ist wie bei Crash Bandicoot hier. Irgendeine stürzt dann ein. Yeah, Nature Bitch! So Leute, jetzt sehen wir unser Ziel erst. Da ist er. Da wollen wir hoch. Da. Da oben hin. Inzwischen wissen wir, wie wir diesen Berg richtig aussprechen. Es ist der Veliki
Rosupetz. Immer noch 1610 Meter hoch. Schauen wir mal. Hier ist gefühlt die halbe Slowakei auf dem Berg, ne? Massentourismus. Auf jeden Fall. Aber, ja. Es hat sich unten schon abgezeichnet, weil da sind schon echt viele Leute auch hier hochgelaufen. Auf dem Weg war echt angenehm. Es hat sich verlaufen, genau. Teilweise alleine mal mit mehreren hier. Aber hier auf dem Gipfel ist natürlich nicht allzu viel Platz, deswegen staut sich hier ein bisschen, ne? Ah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jo, wir haben es geschafft. Da oben ist der Gipfel. Jetzt erstmal Mittagspause. Ich muss auch sagen, ich hatte den Kackstift teilweise schon echt in der Hose. Oh, da gab es Stellen, ey, meine Fresse. Das hätte ich nicht von mir erwartet, dass ich da Angst habe, aber... Meinst du Stellen wie die? Ja, also es geht hier zu allen Seiten extrem steil runter und man muss hier schon echt krass die Felsen hochklettern, das ist schon nicht ohne. Also dafür, dass man das erste Mal macht, ist schon ein Ding, ey. Ja. Ich will jetzt auch wieder Pudding in den Beinen. Ja, ich auch ein bisschen. Der Abstieg. Das machst du echt klasse. Danke. Ich ziehe hier oben ein, ich bleib hier. Oh, den schlimmsten Teil des Abstiegs haben wir geschafft. Es ging ja da teilweise so steil runter. Also wir haben einen anderen Weg nach unten gewählt als nach oben. Und der war um einiges steiler auf jeden Fall. Also für den Abstieg schon ziemlich heftig auf jeden Fall. Boah, für Anfänger ist das schon... Wir sind jetzt Profis. Jetzt sind wir Profis, ja. Also jetzt sind wir Profis. Level 100. Weil für Anfänger ist es... schon eine krasse Hausnummer, würde ich meinen. Meine Beine zittern auch schon von der Anstrengung. Wenn man ja permanent beim Runterlaufen die Beine angespannt hat, die Kniegelenke irgendwie belastet und ich habe nur noch Pudding in den Beinen. Du auch, ne? Was die Leute jetzt auf dem Pullen. Ja. Sorry. Da oben haben wir vorhin noch Mittag gegessen. So surreal, dass wir von da oben gerade runtergestiegen sind. Ach, ich kann es nicht fassen, ey. Boah. Dass wir das gemacht haben, Mann. Thank you.